Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu Days Gone, zur Folge Nummer 8 hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine schöne Zeit gehabt. Und wir versuchen heute hier jetzt ein bisschen weiter zu kommen. Das war jetzt so nicht so der Plan, in was nie wollte. Aber man muss ja immer improvisieren, wenn der Plan so nicht funktioniert. Ach, das war der letzte. Ja, verpisst euch vom O'Leary Mountain. So. Okay. Usa, es ist erledigt. Diese Herumtreiber, die bringen am O'Leary Mountain niemanden mehr um. Hey, danke, Dick. Ja, jetzt ruh dich aus, Bushman. Ruh dich aus. Wir fahren nach Norden, sobald dein Arm verheilt ist. Verstanden? Ja, verstanden. Usa Ende. Diese scheiß Drifter. Gott verdammt. Nein. Ihr wartet wohl auf mich, ha? Huh? Du willst los? Ja, ich fahre hoch zum Friedhof und mal gucken, ob ich Leons Vorrat finde. Sorry. Wow. Wie nochmal? Ruh dich aus, Buße. Wir fahren nach Norden, sobald du wieder fit bist. Norden. Ja. Halt mir's da grob. Plündern nur schnell Busa, dann krieg ich schon. Mach mal das schon. Ich, hörst du mich? Hast du gesagt, du fährst nach Norden? Bushman, nein. Du weißt doch, ich hau nicht ohne dich ab. Ich weiß. Nicht ganz auf der Höhe. Was ja bei deinen Verletzungen kein Wunder ist. Ja, dann kümmere dich um Alvarez. Okay. Dick, das wäre mir echt wichtig. Was brauchst du denn? Ja, Bosa. Jetzt ruh dich aus. Dick, ein Ende. So, da ist noch was. Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Wir kennen doch den Bodensatz dieses großen.
gleich was Besseres. Leute, die in Kisten und Zelten auf der Straße lebten, weil sie sich den amerikanischen Traum nicht leisten konnten. Manche dieser Menschen kämpften für eben dieses Land nur, um von ihm fallen gelassen zu werden, sobald sie unbrauchbar waren. PTBS steht nicht für posttraumatische Belastungsstörung, sondern für pathologischer Beschiss der Soldaten. Tja, wollt ihr irgendwie einen Scherf? Leben in der Wildnis, wie es unsere Vorfahren taten. Die Regierung dachte, wir brauchen Wohlfahrt und Almosen zum Überleben. Und wir zeigten ihnen das Gegenteil. Was wir jetzt brauchen, ist ein starker Wille, Entschlossenheit und Vertrauen. Das so. Sie uns niemals geben. Und ihr? Wollt ihr unser Vertrauen? Dann verdient es euch. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die Welt nicht. Großartig. Radio Free Oregon ist wieder auf Sendung. Oh Mann, was hab ich nur getan. Passt. Und ab. Dann hauen wir ab. Ja, mein noch einen zum Plündern. Deek, oh verdammt. Ich hab satt, dass Drifter in mein Camp kommen und meine Leute einfach so umbringen. Was ist los, Cop? Ein Mann kam her, voll auf Droge, ballerte rum und verschwand dann wieder. Manny sagt, sein Bike hatte einen roten Tank und er trug eine Art Motocross-Helm in Silber. Okay, wenn ich jetzt losfahre, dann kriege ich ihn vielleicht noch. Ich will ihn lebend, Deek. Lebend? Lebend. Schnapp dir den Kerl und funk mich an. Wir holen ihn dann und hängen den Scheißkerl auf. Wird Zeit, diesen Drifter-Arschlöchern zu zeigen, dass hier im Camp Recht und Ordnung herrschen. Ich meine nicht dich damit. Schon gut, ich finde ihn. Damit kannst du nicht kämpfen, Mann. Wow. Hoppala, das muss immer anders kommen, wie ich gemeint habe. Oh, Spike. Oder Karten, ah, jawohl. Auf zur Jagd, okay. Und was haben wir da? Ah, das Camp, okay. Fragezeichen. Camp. Ist verlassen. So, schon bis das Camp verlassen. Aber eine coole Konstruktion. Jo, was haben wir denn? Zumindest so ziemlich dies auszählt.
Lösung. Ich folge da einfach mal Richtung Norden. Ich hoffe, dass das Norden ist. Oder halt Nordosten. Noch mehr Nester. Puh, ich muss den Scheiß abbrennen. Die Gegend hier sicher machen. Ich kann's riechen. Es muss in der Nähe sein. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Schon mal auf dem Weg nach Norden sind, können wir ja wohl da ein bisschen. Jawohl, Bolzen! Brauche ich. Hey Dick, hörst du mich? Ich habe überlegt, zum Holzfällerlager runterzufahren. Die Nester ausräuchern. Es werden hier immer mehr Freaks. Boozer? Nein, nein, du gehst dabei drauf. Warte, bis du wieder gesund bist, Bruder. Ich bin sowieso da und ich mach das mit den Nestern schon, okay? Ja, okay. Danke, Dick. Nein, Dick. Warte bis abends. Dann sind weniger Freaks in den Nestern. Oder erledige sie bei Tageslicht, dann sind es zwar mehr, aber sie sind nicht so stark. Okay, da haben wir mal nix. Mal noch was übersehen. Ich glaube nicht. Gutes Timing. Haben wir uns den Benzinkanister da rum, wo der andere steht? Ja, schau, da war ja noch einer gewesen. Ah, gut. Schauen wir mal. Können wir irgendwie. Da ist die Story. Fähigkeiten. Jawohl, dann machen wir da mal ein und den dann mal da rein. Okay, dann machen wir ein paar Fähigkeiten die Folge. Uns einheimst. Ah, ich wollte auf die Karten schauen. Ich wollte eigentlich auf die Karten schauen.
Also Abschlepper, ey, Motoren. Wo lang? Na, also. Genau umschauen. Stimmen wir uns gleich mal ein paar Bolzen wieder her. Moment mal. Nein, nicht hier lang. Ah, okay. Wo ist der Kreis? Irgendwo in den Kreis. Dies oh, mein Flosch. Was da gut? Da wollen wir Molotovs herstellen. Ja, vielleicht hat er erstmal der Suche, der findet oder sowas. Ah, da haben wir die Fußabdrücke. Die hinten hier. Warum hinten die hier? Schauen wir mal, vielleicht wird mit der in die Irre führen. Ha? Der Schlingel. Na gut. Wo? Jetzt habe ich dich. Schlinge! Verdammt! Haha! Okay! Geil! Finde ich gut, das Spiel! Okay, ich lebe, ich lebe! Gut, 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 gut! Ich brauche mein Zeug und sie dürfen mich nicht sehen! So umbringen. Was ist los, Cop? Ein Mann kam her, voll auf Droge, ballerte rum und verschwand dann wieder. Manny sagt, sein Bike hatte einen roten Tank und er trug eine Art Motocross-Helm in Silber. Okay, wenn ich jetzt losfahre, dann kriege ich ihn vielleicht noch. Ich will ihn leben, Dick. Lebend? Lebend. Schnapp dir den Kerl und fuck mich an. Wir holen ihn dann und hängen den Scheißkerl auf. Wird Zeit, diesen Drifter-Arschlöchern zu zeigen, dass hier im Camp Recht und Ordnung herrschen. Ich meine nicht dich damit. Schon gut, ich finde ihn. Hey, komm mal raus! Komm raus! Muss hier irgendwo sein! Vielleicht finden wir ja so eine Art Dick, hast du dein Funkgerät an? Ich habe ein paar Sachen für dich gebaut, falls du rumkommen willst. Guzman, danke, Bruder. Ich komm rum.
Ich bin zwar jetzt ein bisschen verwirrt, was ich dran muss. Und wir zeigten ihm das Gegenteil. Was wir jetzt brauchen, ist ein starker Wille, Entschlossenheit und Vertrauen. Das kommt uns niemals geben. Und ihr? Wollt ihr unser Vertrauen? Dann verdient es euch. Hier ist Mark Copeland. Ich würde mal schauen, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, was ich jetzt da muss. Ich bin so wieder verfolgt. Großartig. Radio Free Oregon ist wieder auf Sendung. Oh Mann. Das habe ich nur getan. Okay. Es scheint so. Es scheint wirklich so, dass die Mission jetzt abgebrochen worden ist, dadurch, dass er den Fehlschlag erlitten hat. Schade. Schade. Aber wo muss ich, wo soll ich jetzt am besten hin? Aber ich glaube, wir fahren in der nächsten Folge einfach dort gerade weiter. Meine lieben Sportsfreunde. Aber das war's jetzt für die Folge, es tut mir leid. Ich bin ein bisschen zu enthusiastisch gewesen, wenn man dazu sagt. Ich hoffe, ich habe trotzdem ein bisschen Spaß gehabt an dieser Folge. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer gerne will, kann mich gerne abonnieren. Aber es wisst ihr, es ist alles kein Muss, es ist alles eine freiwillige Sache. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen. Lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das ist, wenn ich das Video schaue, bleibt mir gewogen, aber vor allem, was viel, viel wichtiger ist, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.